Servus, also von Zeit, ich bin gerade unten um die Weiher. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, pünktlich zum Sonnenuntergang. Ja. Also da hinten ist quasi die Sonnenuntergang, das hier zu erreichen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie lange man das Licht hat, und gerade wie ich quasi daher bin, ist es ja quasi so ein Regenband drüber. Und man dachte, Kruzi, fix, Alter, geh ich einmal raus, hey, regnet's schon. Regnet's wieder, hey, meine Fresse, echt ohne Krampf. Ja, also das lust mir auch nicht kacke, weil nämlich die Wolken halt so eine. Weil die Wolken frei haben, ja, da ist richtig schön türkisblauer Abendhimmel. Ne? Gestern war es ja sternklar, war es ja da abends, hey. Ja, genau. Ja, jedenfalls geh ich da jetzt um mich und du gehst mit. Ja, oder nicht? Jedenfalls kannst du jetzt einmal schauen, was da mit mir so los ist. Jumin. Ja, gestern war ich da im Waldwehramtsteil durch den Gmotsch durch, sodass meine Show dick voll drehen kann und ja, komplett feucht geworden halt. Jetzt muss ich dann nochmal schnell in ein Schuhgeschäft und eine andere Show kaufen, weil ich habe jetzt bloß so leichte Show. Die gingen da zwar, aber das ist alles gut. Ja, muss ich quasi mal aufleveln jetzt dann. Ja, das mache ich jetzt jedenfalls, wenn ich dann von dem Weiher wieder weg bin. Die Kolben da, gell? Wenn du da einbeißt, oben in den Ding, dann gehen die voll auf, so. Hast quasi das volle Zeichen in der Fresse, aber da beißt man normalerweise nicht. Nee. Aber es ist quasi ein lustiger Trick, ja. Keine Ahnung, also Hammer! Es hat einmal kurzzeitig so ausgeschaut, weil wenn das jetzt quasi wieder so eine geniale Wolkenstimmung gibt, ja, zumindest von mir daheim. Und ja, haben wir schon gedacht, kannst du eine Drohne mitnehmen. Aber ich hätte lieber so eine Winterjacke mitnehmen sollen. Alter, mich frisst wie eine Sau. Alter, ist mir kalt, hey. Du siehst das hübsche Gestrüpp davon. Da. Voll krass, hey. Das schreit wie quasi so ein Nest von so einem Archäopteryx, der da sein Ei legt. Ja, ein Riesennest. Also, schaut's raus, ja. Hammer! Jetzt will ich gleich drin liegen. Das ist quasi das Gitter, wenn's da halt. Ach, meine Fresse. Da das so aufwuselst, hey. Das geht dann voll auf. Ja. Also, jetzt ist das quasi nass, aber wenn du das. Wenn das Drucker ist, hey, und du machst da so ein bisschen dann. Das, Alter, ist ja der Kormoran. Ja. Den haben sie quasi runtergeschossen. Also, vermutlich. Weil die öfter da welche runterschießen. Ja, und ich weiß, dass das ein Kormoran ist, weil ich ja vor einigen Tagen da auch war. Und dann wurde ich noch ganz. Ja, aber jetzt haben sie das quasi gemeint, scheinbar haben sie dann der Führer gezogen, ja. Unglaublich, ey. Aber ich verabschiede mich jetzt von dir, weil es wird im Endeffekt aber finster, ja, und ich gehe noch in die, ich gehe halt quasi dann noch rund um mich. Ja, wird im Endeffekt auch nicht besser. Das frisst mich, ja. Genau, also Alter, in diesem Sinne, letztes Fetz auch so, falls, danke fürs kurze dabei sein. Vielleicht zeige ich euch noch ein paar Eindrücke von da hinten. Genau, also dann, you mean. Da, vor der Zug. Da fliegt der Silber, Graureihe.
Ja, da hinten ist so ein kleiner Bahnhof. Wenn jetzt die Sonne weg war, also wenn jetzt die gerade untergeht, ja, dann war jetzt wahrscheinlich auch noch das im Abendrot. Aber der ist ja schon weg. Ja, ich bin ja schon zeitlang unterwegs. Und ja, schaut halt quasi so aus und ist nicht mehr so halt abendrotmäßig. Der Mond, yo man! Hä? Voll gut, hey, oder? Hey? Aber du siehst es eh nicht, aber ich sehe das. I like it, Alter. Ja, jetzt ist er wieder weg. Der Mo, Alter. Der Mo ist weg. Meine Fresse. Ja, und da ist so richtig das. Ja, Mann, da siehst du quasi den Sturm. Hä? Der Sturm, du Sackerer. Ja, voll gut mit den Wolken, weil da so ein bisschen eine andere Farbe haben bei den anderen. Dinge da. Ja. Hey, mich sieht man ja noch. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob das auslangt. Ja. Ist schon gescheit finster jetzt. Also, ja, die Kamera macht's Hölle. Genau, das ist quasi hinter mir. Hätte mir dicke Jacke ganz sollen, verstehst du? Denke ich mir heute, passt schon, ist warm, aber Arsch ist es warm. Ja. Nix hot as fuck. Eiskalt, hey.